Ein flauschiges Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück auf unserer wunderbaren Slime Ranch bei Slime Rancher. Wir haben hier immer noch wunderbare Gemüsebeete. Wir haben ja, ich glaube, die letzten Folgen damit ein bisschen verbracht, umzuziehen. Hier haben wir ursprünglich ja unsere Katzenslimes gehabt, die jetzt bei den Hühnern leben. Dafür sind hier unsere Süßen, die... Ach Gott, ich kann schon wieder nichts aufnehmen. Man merkte, professionell wie immer. Ja, wo? Da habe ich Quaderbeeren, nicht wahr? Die müssten eigentlich nochmal blühen. Hühner, ich habe zu viele Hühner. Ich setze mal kurz Hühner aus. Aber nicht hier ins Gehege, sondern in unseren kleinen Freilauf da hinten. Wo ich eigentlich auch gleich nach unseren Kätzchen gucken könnte. Denn eigentlich wollte ich ja die große süße Katze zum Platzen bringen. Aber ich glaube, ihr kriegt einfach... Ich glaube, ich fütter die einfach mal eine Runde. Dann wird das... Jetzt habe ich schon keine mehr. Muss gleich wieder Hühner sammeln. Aber jetzt werden wir erstmal Plorts von unseren süßen kleinen Slimes einsammeln. Oh. Bitte, da wachsen nochmal Oka-Okas. Und hier müssten eigentlich Zwiebeln wachsen, oder? Ja. Verzwickte Zwiebeln. Das Lieblingsessen unserer süßen Kristallslimes. Bevor wir uns darum... Oh, da liegen auch noch Oka-Okas drin. Na, meine hübschen Slimies. Ja, meine Süßen. Wir erinnern uns, sie haben die Farbe von Glück. Oder Fröhlichkeit oder so. Auf jeden Fall ganz herzige Wesen, wie man auch sehen kann. Ja, meine kleinen Slimes. Ich kann gar nicht sagen, wie lieb ich diese süßen kleinen Wesen habe. Na, meine Süßen? Hallo. Oh, ihr seid so süß. Jetzt muss ich eure Plorts mal verkaufen. Wir könnten auch mal wieder gucken, was unsere Nachbarn von... Ach, stimmt ja, die wollten Hühner haben. Und ich habe gesagt, ihr kriegt keine Hühner, das sind mir zu viele. Oder habe ich gesagt, dass wir die Hühner sammeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es ehrlich vergessen. Verkaufen wir mal wieder Plorts. Herzmodul. Oh, wir können ein neues Herzmodul erwerben. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Hier wachsen unsere... Was wachsen denn hier? Die Herzrüben. Genau. Hoppala. Ah, meine süßen Kleinen. Und auch ein neuer Tankbooster ist verfügbar. Dann können wir mehr als 40 Sachen einsammeln. Wenn wir uns den denn irgendwann leisten. Ja, ja. Herzmodul, seht ihr schon, kann nicht schaden bei unseren kleinen, agilen Freunden hier. Ich hab sie lieb. Ich mag unsere Slimes. Ich würde auch gerne Knall-Slimes mir halten und Red-Slimes und all die anderen. Wohlhabender Rancher. Wall of Rancher. Nee, Well of Rancher heißt das Achievement. In Steam. Da drüben, da habe ich ja auch immer noch keine neuen. Ich wollte eigentlich mehr Pfütz-Slimes haben. Viel mehr von unseren kleinen Pfützis. Weil sie so süß sind. Weil ich sie total niedlich finde. Oh Gott, bitte. Nein, um Gottes Willen. Da habe ich jetzt gerade die Plorts kaputt gemacht. Aber das ist mir egal. Ich muss den Pfütz-Slime retten. Entschuldige, kleiner Pfütz-Slime. Komm, ich packe euch ein bisschen Wasser hier rein. Wo ist denn der jetzt hin? Pfütz-Slime? Wo ist mein Pfütz-Slime hin? Hallo? Oh Gott, nein! Entschuldige, mein kleiner Pfütz-Slime. Aber es ist süß, wie er instant gucken geht zu den anderen Slimes. Ne? Ich kriech da mal hin und gucke. Nach meinen pinken Freunden. Oh, ich würde sie am liebsten alle zusammenlassen, damit sie alle zusammen spielen können und glücklich sein. Aber ich glaube, dann dauert es keine 3 Minuten und wir haben Tars und das wäre gar nicht gut. Ihr wisst ja, Tars fressen gerne Rancher und andere Slimes vor allem. Nee, 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 geht gar nicht. So, jetzt geht's zu meinem kleinen Liebling mit den Kristallen. Ich hoffe, die fühlen sich hier drinnen wohl im Dunkeln. Aber ich glaube, denen geht's gut. Na, euch geht's gut, ja. Ihr seid wohlgenährt und glücklich, hoppala. Und nur ein ganz kleines bisschen aggressiv manchmal. Aua, au. Ich weiß, es ist mal meine eigene Schuld, weil ich durch die Kristalle durchgewutscht bin.
Aber ich möchte gerne hier die... Ah, da sammelt unsere Maschinchen die Plots ein. Viele können es aber nicht sein. Aber ich verkaufe die einfach mal, denn nach und nach wollen wir andere Dinge haben. Ich will immer noch die Katze füttern und auch wieder nicht füttern. Ich hoffe, das schaffen wir diesmal einfach in dieser Episode, uns den Schlüssel von der Katze zu holen. Die platzen dann. Ah, das sind die Quaderbären, die wir machen. Ich habe jetzt einfach beschlossen, nach ein, zwei Runden werde ich einfach immer neue Dinge anbauen. Damit wir gar nicht erst in die unangenehme Lage kommen. Wie schon so oft. Dass plötzlich die Felder leer sind und auch leer bleiben. Da zahle ich dann doch lieber diese 10 New Bucks oder wie viel es kostet. Um die Bebauung einfach abzureißen. Also dieses Angepflanzte. Aber natürlich will ich erst die Beeren haben. Die sind ganz knapp schon reif. Mit ein bisschen Arbeit kriegt man dann auch vom Baum. Ah, komm her. Komm, eine Beere. Jetzt komm her. Nein, komm zu mir, Beere. Ah, ich fürchte, da muss ich noch ein bisschen warten, bis sie reifer ist. Schade. Mal gucken, wie es mit den... Oh, ich finde ihn so toll. Hier, ihn. Den ganz alten Gockel. Ich finde den klasse. Ansonsten haben wir hier drin ja nur noch... Oh, wir haben jetzt zwei von der Sorte schon. Und einen, der noch jung ist. Einen, der kann noch. Okay, ich muss... Dinge ernten. Denn noch ein letztes Mal möchte ich... Hier wächst es auch schon schön raus. Das ist gut. Und die Herzzwiebeln... Quatsch, die verzwickten Zwiebeln, die kann ich auch noch nicht ernten. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal Hühner einsammeln. Ich weiß echt nicht, vielleicht wäre es... Ah, da, bleib stehen. Huhn, Huhn. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir einfach die Steinhennen nehmen und damit unsere Riesenkatze füttern. Da ist noch ein Huhn. Natürlich geht das Wohlergehen unserer Katzen vor. Tut mir leid, Huhn. Ich muss hier immer ein bisschen leise sein, damit ich die Hühner höre. Da sind noch welche. Huch, da war doch gerade eins. Die wollen natürlich ungerne verfüttert werden. Das kann ich verstehen. Aber ihr lieben Hühner, ihr müsst das auch verstehen. Da ist eine Riesenkatze, die will gefüttert werden. Da. Ich bin ja immer noch sehr froh, dass ich den Tipp bekommen habe, dass in diesem Gebiet einfach sehr, sehr viele Hühner spawnen. Das ist toll. Sind hier gerade schon wieder welche entstanden? Ja, irgendwo hat's... Irgendwo sind... Da sind schon wieder Hühner. Hör ich denn noch einen Huhn? Ich glaube, da hinten. Ist mindestens noch ein Huhn. Noch eins. Oh, die armen Hühner, ehrlich. Dass ich die gleich alle verfüttern werde, tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ein ganz kleines bisschen. Ganz ehrlich. Da hinten ist noch eins. Ich weiß auch gar nicht, ob das reichen wird, wenn ich ehrlich bin. Immer wenn ich gerade denke, wir haben alle, höre ich irgendwo noch ein leises Gackern. Nee, das sind Früchte. Da ist noch eins. Ich wollte ja ursprünglich mal 40 Hühner haben. Ich denke, ich werde es aber unsere Kätzchen hier noch ein bisschen... So, 20 reichen erstmal. Ich der Hühner? Nee, ich glaube, ich habe was anderes. Okay. Okay. Ah, da sind einfach noch Hühner übrig. Okay, ich gehe jetzt zuerst das Riesenkatzi suchen. Das war nicht hier. Das ist mal ein bisschen... Ihr wisst ja, ich habe keinen Orientierungssinn.
Das macht aber gar nichts. Es ist ja ein sehr schönes Gebiet, wo wir hier durchlaufen. Ich höre hier doch noch einen Huhn, oder? Huhn? Na, wenn hier noch ein Huhn ist, dann hat es heute mal Glück gehabt. War das hier? War das hier, wo das... Ja, da hinten ist die Riesenkatze. Glück nehmen wir keinen Schaden, nur weil wir runterfallen. Das Küken ist sicher vor uns, das Huhn nicht. Tut mir leid, Küken. Ich wollte deine Mami nicht einsaugen und sie gleich verfüttern. Aber die Riesenkatze da drüben hat Hunger und ich will die Riesenkatze nicht enttäuschen. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Ich glaube, es geht. Oh, sie glitzert schon. Oh ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh Gott. Yay! Hui! Was ist denn das jetzt? Hallo, wo bin ich? Oh. Ah! Verstehe. Da sind unsere Katzen irgendwie ins Wasser gefallen. Das war so nicht geplant. Wir haben hier zwei Kisten. Hoppala. Und wenn ich mich hier drauf stelle... Ah, dann komme ich aber ohne Kiste hier an. Okay. Das hat also unseren Teleporter hier aktiviert. Wo ist mein... Da sind meine Kisten. Jetzt muss ich nur... muss ich nur ganz normal hier zurückkehren. Und irgendwo gucken, dass ich die Kisten ganz in Ruhe aufmachen kann. Looten ist toll, ehrlich. Schade, aber ich habe gedacht, wir würden... Huch, was ist da? Oh, ist das süß. Eine Girlande war das. Das ist ja süß. Ich habe allerdings gedacht, wir würden wieder einen Slime-Schlüssel bekommen, wenn ich ehrlich bin. Oh je. Da ist ein Pink Slime und ein Hühnchen. Ups, da hat der Slime erstmal das Huhn gefressen. Ja. Komm, ich nehme dich einfach mit, mein Süßer. Ui, ich kann dich nicht mitnehmen, weil ich noch einen Huhn über habe. Möchtest du noch einen Huhn fressen? Okay. Ich nehme den einfach mal mit und setze ihn in zu unseren Pink Slimes. Oh, ist das süß. Ihr habt jetzt leider ja nicht so gut sehen können, wie die Katze platzt. Ich habe es ja selber auch nicht so ganz gut gesehen. Guck mal, neuer Spielkamerad. Und jetzt werde ich erstmal schnell hier die Sachen ernten. Da drüben liegen auch ganz viele Karotten rum, die ich gerade eben nicht mitnehmen konnte. So. Machen wir hier aber erstmal aus und pflanzen gleich neu an. Bewuchs entfernen bitte. Kaufen. Und stattdessen machen wir hier wieder eine verzwickte Zwiebel rein. Und da wir gerade frisch angepflanzt haben, kann ich, glaube ich, die verzwickten Zwiebeln ruhigen Gewissens an meine Kristallslimes verfüttern. Aber ja, wir haben es geschafft. Ziel erreicht der heutigen Episode. Ich kann aufhören. Die wird besonders kurz. Nein, Spaß. Ich mache natürlich noch weiter. Aber mein Ziel war tatsächlich, ich wollte... Da sind sie besonders happy. Guckt mal, hier, Zwiebelchen. Oh, das hat sie nicht für alle gereicht. Tut mir leid. Tut mir leid, meine Kleinen. Die Zwiebeln. Ich frage mich, ob ich die eventuell nicht so viel wässern dürfte, ob dann weniger Karotten und mehr Zwiebeln wachsen. Wäre eventuell ein Experiment wert, aber nicht jetzt. Jetzt gibt es erstmal Oka-Okas und Herzrüben. Erstmal die Herzrüben. Hier wird auch gleich neu angepflanzt, würde ich sagen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen ja keine böse Überraschung erleben und plötzlich kein Essen mehr haben. Bewuchs entfernen. Jawohl, die 10 New Bugs gönnen wir uns. Und auf zu neuen Herzrüben. Upsala. Herzrüben, die mögt ihr besonders, wenn ich das richtig weiß. Nö, wart ihr? Hattet ihr was anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir verfüttern euch diese ganzen hübschen Herzrüben hier. Und lasst mich kurz überlegen. Hier die letzten Quaderbeeren. Jetzt werden wir ja auch mal den Bewuchs austauschen.
Quaderbeeren lassen wir unseren süßen Glücklichen hier zukommen. Außerdem noch ein paar Karottchen. Die kriegt ihr auch noch. Und dann gibt es noch mal ein paar Oka-Okas für unsere süßen... Upsala, ich wollte eigentlich saugen und nicht schießen. Für unsere süßen Kristallslimes gibt es dann auch noch ein paar Oka-Okas. Ich müsste echt mal so ein Silo oder so einen Speicher bauen. Oder einen Futterspeicher für unsere Slimes. Auch hier machen wir es wie gehabt. Bewuchs entfernen. Und neue Oka-Okas rein. So. Jetzt habe ich, glaube ich, alle unsere Felder neu bestückt, oder? Ja, ich hoffe es. Ihr bekommt, auch wenn ihr sie, glaube ich, nicht ganz so dolle liebt, Oka-Okas. Und auch noch ein paar Karotten. Versuche noch ein paar meiner Plots einzusammeln, denn ich würde gerne... Und ich noch keine... Oh, doch, da... Oh, 15, das ist ja super. Denn ich würde liebend gerne diesen Plot-Sammler bei all meinen Gehegen installieren. Denn auch Plots gehen ja irgendwann kaputt, habe ich irgendwann feststellen müssen, traurigerweise. Und deswegen installieren wir uns jetzt Plot-Sammler. Und damit ich Plot-Sammler mir leisten kann, sollte ich vielleicht erstmal Plots einsammeln. Ganz händisch hier. Entschuldigt meine Fell-Slimes. Noch eine Herzrübe für dich. Und auch noch die Pinkies einsammeln. Werde ich, glaube ich, einfach ganz eiskalt alle kurz einsammeln hier. So, und Pink Slimes wieder aussetzen. Hat schon wieder zu wenig fressen, ich sehe es. Keine Sorge, ich sammle euch Karotten, meine Süßen. Mein momentaner Plan sieht so aus. Erstmal... So, erstmal kaufen wir jetzt Plort-Sammler für jedes Gehege. Also nachdem wir jetzt nochmal ein paar Karotten gesammelt haben für unsere Pink Slimes. Dann sammeln wir kaufen wir Plort-Sammler für jedes Gehege, auch für unsere süßen Katzen hier. Die ich jetzt auch nochmal schnell einsammle. Oh, die sind so süß. Ihr wisst gar nicht, wie gern ich so einen Slime in real hätte. Wenn es Slime Rancher Spielzeug gäbe, ich weiß schon, was ich mir sammeln würde. So. Gucken, hier gibt's wieder Hühner. Perfekt. Jetzt kann ich hier Hühner und Karotten einsammeln, glaube ich. Den Karotten müsste es hier eigentlich auch einige geben. Oder, naja, Pogo-Früchte. Wenn nicht hier, weiß ich aber auch schon wo. Und dann muss ich auch noch gleich die zweite Kiste holen, die bei unserer Katze entstanden ist. Mal gucken, was da drin ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, alles meins. Alles für meine Slimes. Nur 5 Hühner, das ist nicht viel. Oh, da haben wir noch Sachen. Tut mir leid, Huhn. Tut mir leid. Meatsplots. Gut, jetzt verfüttern wir erstmal hier die Hühner. Dann sollte das gehen. Okay. Auf und weg mit unseren Plots. Und dann direkt mal Gehege installieren, würde ich sagen. Hier wird noch ein bisschen gefüttert. Die Karotten auch weg. Wichtig ist aber, die Meatsplots müssen weg. Aber habe ich gut gezielt? So, ganz viele weg. Hier bräuchte ich... Ah, je, je. Ein Rat und ein... Ich würde ja eigentlich gerne... Dafür Quaderbeere und 3 Gockel, aber nein. Ich halte mich zurück.
Ich will jetzt erst meinen persönlichen Plot-Sammler bitte kaufen. Ich glaube, ein Fangnetz brauche ich für diese Süßen hier nicht. Hier installieren wir auch einen Plot-Sammler. So. Und da sind meine süßen kleinen Wasserslimes. Oh, ihr habt ja ordentlich getrunken, ha? Die sammle ich noch schnell ein. Jetzt haben wir hier einen Plot-Sammler, hier einen Plot-Sammler. Ah, hier kann man das nicht einstellen. Na gut, hier also kein. Bei den Miezen fehlt noch ein Plot-Sammler und bei euch sollte ich vielleicht Plots nochmal einsammeln. Meine kleinen Slimes, ich hab sie lieb. So. Oh, eine Pogo-Frucht habe ich euch auch geklaut. Ja, yep, Pogo-Frucht. Fitzplorts. Jetzt hole ich aber gleich die andere Kiste noch. So. Und dann kann ich schon wieder Gemüse sammeln. Als nächstes würde ich auch gerne... Ich denke, das reicht's auch noch. Ich würde gerne noch die Futterautomaten sozusagen für meine... Drückt ihr euch alle da hinten rum? Was soll denn das? Plot-Sammler bitte kaufen. Hier, diese Futterautomaten. Ein Futterautomat gibt in regelmäßigen Abständen Futter ins Gehege. Nur nicht vergessen nachzufüllen. Den werde ich kaufen schon mal. Da muss ich dann gucken, wo der ist. Der müsste hier hinten sein. Und dann können wir da immer ordentlich füllen und so auch, denke ich, ein bisschen von unserem Gemüse verstauen. Hier müsste ich ja wieder direkt da hinten hingebracht werden, oder? Ach nee, falsches Eck. Das heißt, manche dieser Transporter schalten wir auch einfach frei, indem wir die entsprechenden Giga-Slimes, oder nein, nicht Giga, Gordo-Slimes, füttern. Ausreichend füttert. Weiß ich gar nicht, wo das war. Egal. Ich muss hier sowieso... Da hinten ist noch was von uns, nämlich. Au. Meine kleinen Schatzis, ihr müsst vorsichtig sein. Ich bin ein zerbrechliches, menschliches Wesen.